Moin! Jo, der Videotitel hat es ja schon verraten. Heute geht es mal wieder um ein Für-Umme-Video. Auf diesem Wege geht ein dickes Dankeschön raus an den Spender dieses Messers. Das ist ein Vendetta von Ensabon mit Ebenholz. Vor einiger Zeit wurden mir wieder einige Dinge zugeschickt. Ja, dieses Modell möchte ich jetzt an euch weitergeben. Ich hoffe, zukünftig wird einer ja, mit diesem Modell seine Freude haben. Und da ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob der Spender wollte, dass sein Name erwähnt wird, lasse ich den mal weg. Falls dem aber so ist, bitte in den Kommentaren nochmal melden. Und von meiner Seite, ja, ein dickes Dankeschön. Und ich denke, ich spreche auch für die Community, wenn ich da zusätzlich dann auch nochmal von denen Danke raushau, ja, dass du mir die Sachen rumgeschickt hast. Hier jetzt das Vendetta, durchaus elegant, durchaus giftig, dieses Modell. Gar nicht so winzig. Hier mal im Vergleich mit einem Victorinox. Also da hat man schon recht anständig großes Messer. Die Ebenholz-Griffschalen zum Teil. Die gebürsteten, satinierten, langgezogenen Edelstahlbacken. Ebenfalls eine schön satinierte Klinge. Benutzt das Messer. Wir haben ja auch leichte Kratzer. Klinge kommt aber scharf zu euch. Keinerlei Klingenspiel. Wir haben eine schöne Verzierung. Eine Guilloche. Das ist durchaus ein schickes Messer. Ein relativ strammer Rückenfeder. Messer ist 42A-konform. Aber eine gute, anständige Spannung steht auch sehr, sehr anständig. Wer also mit dem Design was anfangen kann, außer die Klauskante, das gefällt vermutlich so einigen nicht, auch weil wir hier die Wurzel wirklich zusätzlich auch noch überstehen haben. Das leider nicht ganz so schön. Aber der Rest, das Design an sich, ich glaube 12C27 Sandvik-Stahl war das. Das kann durchaus gefallen. Ich glaube, das ist ein toller Helfer für eine Brotzeit. Jo, und das Messer sucht jetzt einen neuen Besitzer und ich hoffe, es kommt in gute Hände, wo dieses Modell auch wirklich genutzt wird. Und ja, wer dabei sein möchte, der muss nicht viel machen. Einfach einen Kommi hinterlassen, reintackern, dass er Bock auf das Teil hätte. Dann lasse ich die Verlosung wieder um und bei ungefähr eine Woche laufen. Werde dann den Gewinner ermitteln, den dann über die Kommis auch anschreiben. Und wenn wir dann alles Weitere per E-Mail geklärt haben, dann geht der Stachel für Umme an ihn raus. Jo, und das war's dann von mir. Und ich verbleibe wie immer mit, bleibt gesund, Peace, ich bin raus.